Ja, hallo zu einem etwas ungewöhnlichen Video für diesen Kanal, denn wir sitzen heute nicht in einem Auto, wir stehen auch nicht an einem neuen Auto und wir fahren auch kein neues Auto. Stattdessen schauen wir uns Bücher an, aber es sind tatsächlich die Bücher, wenn es rund um BMW geht. BMW by Design von Steve Sexty hat der eine oder andere inzwischen mit Sicherheit schon gehört. Und hinter mir steht eine Kiste aus New York, gerade angekommen, und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So. Da haben wir es endlich. BMW Behind the Scenes, das Drei-Buch-Set. Drei Bücher: BMW Art by Design, BMW's Hidden Gems und BMW by Design. So sehr hochwertiger Einband, das macht schon mal Spaß. Und ich glaube, das macht sich auf sehr vielen Tischen und in sehr vielen Bücherregalen wirklich sehr gut. Aber das Spannende, das eigentlich Spannende ist das, was in den Büchern steht. Dazu haben wir schon viel gehört, haben uns auch schon mit Steve Sexty im Interview ausgetauscht. Und jetzt gleich schauen wir dann auch mal kurz rein. Ja, Herzstück des Sets ist ganz klar BMW by Design, das Buch, was auch einzeln zu erwerben ist. Das ist das Buch, in dem unter anderem der BMW i16 erstmals zu sehen war, also der neue Supersportler, Nachfolger des i8, der es leider nie auf die Straße geschafft hat, der aber quasi serienreif und bis zur Serienreife entwickelt war und dann leider doch noch den Stecker gezogen bekam. Aber es sind auch viele andere spannende Projekte drin. Beispielsweise geht es auch um das Z4 Touring Coupé und viele andere Fahrzeuge, von denen vorher nie öffentlich die Rede war. Und die Geschichten dahinter sind fast noch spannender als die Bilder, denn Steve Sexty hatte wirklich einen einzigartigen Zugang zu den BMW-Designern, hat da unheimlich viele Hintergrundgeschichten reinpacken können. Und das macht das Ganze gerade für BMW-Fans wirklich zu einer hochgradig interessanten Lektüre. Ja, mindestens so spannend sind natürlich auch die Hidden Gems, die Unseen Cars and Untold Stories. Da geht es um die Fahrzeuge, die zu großen Teilen es nicht in Serie geschafft haben. Wir haben sogar die signierte First Edition hier, danke Steve. Und diese Fahrzeuge, oft Concept Cars, manchmal auch Art Cars, Vision Cars, auch in denen steckt ja eine ganze Menge Geschichte drin. Was haben sich die Designer dabei gedacht? Was haben sich die Ingenieure dabei gedacht? Warum hat es vielleicht nicht zum Serienfahrzeug gereicht? Und welche Teile haben es vielleicht doch in Serie geschafft, obwohl es das Gesamtfahrzeug nicht geschafft hat? All diese Hintergründe, glaube ich, wird es in diesem Buch geben. Denn so wie ich Steve Sexty bisher kennengelernt habe, sind die Bücher alle mit sehr, sehr vielen Hintergrundgeschichten von den Designern angereichert. Und bin mir sicher, dass es auch hier ganz viel zu entdecken gibt, selbst wenn man die Fahrzeuge in vielen Fällen schon mal gesehen hat als BMW-Kenner. Es fallen aber auch direkt ein paar auf, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ja, und last but not least, BMW Art by Design. Ich sag mal, das ist das Buch mit dem coolsten Cover, keine Frage. Und wenn wir es jetzt aufschlagen, wird es sogar noch interessanter. Denn wir haben hier ein Printset offenbar und ein etwas kleineres Buch. Schauen auch mal hier rein. Und hier geht es offenbar um Zeichnungen von BMW-Fahrzeugen, Serienfahrzeugen, aber wahrscheinlich auch Concept Cars. Und die Hintergründe dazu erfährt man mit Sicherheit auch. Der ZBF 7er, der hat letztes Jahr sein Debüt gegeben, wenn man so will. Auf Basis des E38 wurde der gebaut mit der großen Niere. BMW Classic hat den mal in einem Video vorgestellt, zur Überraschung aller. Denn man hatte offenbar schon viel früher über große Nieren nachgedacht. Und ja, ich glaube, hier gibt es noch einige weitere interessante Fahrzeuge zu entdecken. Wir schauen aber natürlich auch in das Printset. Was hat es damit auf sich? Sind scheinbar offenbar Ausdrucke.
mit denen man sich das Büro oder das Arbeitszimmer verschönern kann. Auch eine sehr schicke Idee, wenn man doch dem einen oder anderen Raum noch einen gewissen Farbtupfer verpassen will, mit sehr, sehr coolen Motiven und wahrscheinlich auch jeweils kleinen Hintergrundgeschichten. Ja, das war's an dieser Stelle mit diesem Unboxing-Video. Lasst gerne mal ein Like da oder einen Kommentar. Erzählt mal, wie es euch gefallen hat, ob es euch interessiert hat. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Und ich glaube auch, es ist sehr spannend, diese Bücher zu lesen. Dieses hier habe ich schon gelesen und man kann wirklich sagen, fast verschlungen, denn da ist von vielen Fahrzeugen die Rede, die selbst für so Leute, die sich wirklich intensiv mit BMW befassen, ja, einfach Neuland sind, die sie noch nie gesehen haben, noch nie was davon gehört haben. Und das macht es wirklich sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass in den anderen Büchern das ähnlich ist. Wir hatten jetzt schon beim Durchblättern noch ein, zwei Fahrzeuge, die ich mir gleich nochmal genauer anschauen will. Und das zeichnet diese Bücher wirklich aus, im Gegensatz zu vielen anderen BMW-Büchern, dass sie auch Neuigkeiten für die Leute beinhalten, die sich intensiv mit dem Thema befassen. Und ja, deswegen schaue ich jetzt gleich nochmal weiter in die Bücher rein und würde euch irgendwann das Gleiche empfehlen.